Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnett. Und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und dieses Mal habe ich einen Gast am Start, der auch einen Namen hat. Und zwar. Ja, hier ist der Jorginho, Freunde. Der Boss, der Bosse. Und heute werden wir auf jeden Fall an einer Sendung von mir anknüpfen. Weil der Danny einen kleinen Penis hat. Ja, okay. Yeah. Auf jeden Fall dachte ich, der Giorgio. Was? Digga, verdreh ja nicht die Tatsachen. Ja, ist ja gut. Wir machen heute eine Serie und zwar heißt die Gut zu wissen. Die hat der Giorgio erfunden. Ich erzähl euch mal kurz, was diese Serie beinhaltet, Freunde. Und zwar habe ich davon schon mehrere Parts auf meinem Kanal gemacht. Schaut da vorbei. So und. Link und ist nicht in der Beschreibung. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Irgendwo ganz unten. Und auf jeden Fall beinhaltet diese Serie, dass wir halt Fakten vorlesen, die einfach gut zu wissen sind, ja. Und natürlich, viele sagen auch immer wieder, ja, ihr habt die doch über irgendwelche Seiten, wie zum Beispiel Faktastisch oder und so weiter und so fort. Das stimmt, aber die Seiten haben die auch wiederum aus irgendwelchen Büchern und so weiter und so fort. Deswegen, die eine Hand spuckt die andere. Genau. Bam! Und es ist doch scheißegal, ich denke nicht, dass jeder die Fakten kennt und alle, die die kennen, die können sich sowieso das Leben nehmen. So! Boah, bist du gemein, Alter. Nein, ich bin lieb. Du bist der gemeinste Mensch der Welt, Alter. Nee, das war ja auch gar nicht ernst. Ich hab noch nie so einen gemeinen Menschen. Ey, das war überhaupt nicht ernst gemeint. Ich liebe eure Muskeln. Okay, gut. Soll ich anfangen? Fang an. Die 100 reichsten Menschen der Welt haben genug Geld im Jahre 2012 verdient, um die weltweite Armut viermal zu beenden. Ja, Digga, ich gehöre auch dazu. Also, ich könnte die auch sofort beenden. Ja, ich auch, Alter. Nee, keiner Spaß. Digga, YouTube, Mann, ey. Übrigens, aber Digga, 100 Mal. Das heißt, ungefähr jeder davon müsste ein Viertel abgeben. Und dann wäre alles gut auf der Welt. Alles. Ja, Digga, und das in einem Jahr. In einem Jahr haben die so viel verdient. Ja, genau. Aber man muss auch ehrlich sagen, pass mal auf, man muss auch ehrlich sagen, dieser Fakt ist echt erschreckend, ja, dass es Leute gibt, die so viel in einem Jahr verdient haben, um viermal die Armut zu beenden. Aber sind wir jetzt mal ehrlich, ja, sind wir jetzt mal echt Eier auf den Tisch, Alter. Leg die Eier auf den Tisch, Danny. Hab ich schon. Hast alles steif. Ja. So, wenn ich jetzt auch einer der reichsten Männer der Welt wäre, was ich natürlich schon bin. Also, ich bin jetzt sowieso angesprochen. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. So, wenn ich einer der reichsten Männer der Welt wäre, so, dann würde ich auch, gut, dann würde ich auch vielleicht ein bisschen was spenden. Aber warum sollte der ungezwungenermaßen was spenden? Warum? Nur weil er sich vielleicht ein mega Imperium aufgebaut hat. Warum muss er dann sich gezwungen fühlen, für irgendeine Organisation zu spenden, wo sowieso 90% in die eigene Tasche geht? Das stimmt auf jeden Fall. Und die Frage ist, man erwartet jetzt von den Menschen, okay, sollen die das doch tun? Ein Viertel von den reichsten Menschen der Welt, das ist ja gar nichts für die, weißt du? Das ist also schon was für die, ist schon eine Menge, aber sie können trotzdem so gut leben wie noch nie, wie kein anderer. Die Frage ist jetzt allerdings, man muss sich fragen, sie sollen das tun, aber würde ich das selber tun? Eine Frage, wenn ihr reich wärt, würdet ihr ein Viertel von eurem Vermögen abgeben, um der Armut irgendwie zu helfen? Das ist meine Frage, weil viele sagen jetzt bestimmt, ja natürlich würde ich das tun, aber würdet ihr das wirklich tun? Oder überlegt doch mal, Leute, überlegt mal, stellt euch mal vor, ihr seid Millionär, ihr habt 1 Million Euro auf dem Konto. So, und ihr müsstet jetzt 250.000 Euro abdrücken, um der dritten Welt was Gutes zu tun. Jeder, der das jetzt so in seinem Kopf hat, der sagt, okay, alles klar, habe ich noch 750.000. Aber seid ehrlich zu euch und schreibt mal in die Kommentare, würdet ihr es, würdet ihr spenden, ja oder nein? Also schreibt es mal unten rein, falls ja, die Begründung, falls nein, auch die Begründung. Dann kommen wir zum nächsten. Okay, kommen wir zum nächsten Fakt, Freunde. Der nächste Fakt ist, manchmal sind die Menschen, die nicht viele Kontakte knüpfen, nicht wirklich unsozial, sondern haben einfach nur keine Toleranz gegenüber falschen Menschen oder Drama. Dazu kann ich auf jeden Fall sagen. Ah, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist bei mir auch so. Also, ich knüpfe eigentlich schon Kontakte. Aber ich bin da auch immer mit Vorsicht, genieße ich die ganze Sache, weil es einfach zu viele falsche Menschen gibt, die auf ein Drama alles auslegen. Ja, also gerade in der YouTube-Szene, da muss man sich wirklich echt mal immer 3 oder 4 oder 5 mal überlegen, ob man mit dem Danny irgendwie zu tun haben möchte, weil der ist schon Spasti. Nein, also es gibt immer irgendwelche linken Leute, die immer, was weiß ich, versuchen irgendwelche Indizien rauszubekommen, um ihren eigenen Vorteil daraus zu ziehen. Soll ich dir sagen, was das Schlimmste auf YouTube in meinen Augen ist? Was denn? Eifersucht. Guck mal, es gibt auch größere YouTuber als mich, ne? Ich habe jetzt die 400.000 Abonnenten geknackt, übrigens das Abo-Special kommt noch. Es gibt größere YouTuber auf mich und auf die bin ich null eifersüchtig. Ich habe schon immer mein eigenes Ding gemacht und es gibt einfach Leute, die sind extrem eifersüchtig und die haten einen dann und so weiter und so fort, was eigentlich gar nichts bringt, denn die sollten sich lieber auf ihre eigenen Scheiß fokussieren und
erfolgreich in ihrer eigenen Sache werden. Das Digga, ist meine ich muss ja auch ehrlich dazu sagen, seitdem ich ja auch jetzt nochmal danke an 51.000 Abonnenten, ihr seid ja auch nicht so ganz unschuldig hier auf dem Kanal von Daddy Burnage. Auf jeden Fall danke dafür und ich merke auch, wie viele auf einmal über mich reden und das auch durch die Blume und so weiter und so fort. Und das sind einfach Menschen, die eifersüchtig und neidisch sind und versuchen dann irgendwelche Mängel an den Menschen zu finden, anstatt mal einfach selber über sich nachzudenken. Warum thematisiert man überhaupt so ein Thema? Kann man überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe auch nur, wer heißt es jetzt, wenn mich irgendwas krass gestört hat, dann war es, wenn einer die Community verarschen möchte und so weiter und so fort. Aber wenn das ein YouTuber an sich, der juckt mich nicht. Also darum geht's mir gar nicht. Okay, Digga, darf ich zum nächsten kommen, weil die Zeit wird knapp? Ja, klar. Ein ausgewachsener Bär kann so schnell rennen wie ein Pferd. Hättest du das gedacht? Ja, das wusste ich. Alter Schwede, hätte ich niemals in meinem Leben so schnell. Ja, Digga, weißt du, wie schnell die sind, Alter? Das ist unnormal. Aber wie ein Pferd. Ja, das ist übel krass, Alter. Das ist ja, habe ich auch schon manchen Filmen gesehen, wie schnell die rennen können. Das ist einfach unnormal, Alter. Die sind echt, obwohl sie wirklich so, komponenter sind, können sie auf jeden Fall ziemlich schnell sprinten. Ich weiß ja auch, aber das heißt ja nicht, dass zum Beispiel ein Bär so viel Durchhaltevermögen hat wie ein Pferd. Aber ich habe einen Pimmel wie ein Pferd. Also das müssten die eigentlich auch mal da reinschreiben. So. Ja, aber komm, kommen wir zum nächsten. Nilpferde furzen durch den Mund. Was? Ernsthaft? Ja, das steht hier so. Alter Schwede. Die furzen durch den Mund. Alter, stell dir mal vor, du würdest durch den Mund furzen. Im 13. Jahrhundert wurden europäische Kinder bei der Taufe mit Bier übergossen. Ernsthaft, sag nicht, dass du das auch noch wusstest. Nein, Digga, das wusste ich nicht. Krass, aber oder? Wie behindert, Alter. Ja, das ist schon auf jeden Fall ein behinderter Fakt. Aber ich frag mich, warum? Vielleicht wurde Bier als etwas anderes angesehen oder Alkohol im Allgemeinen oder so. Ja, okay. Ja, aber ja, ich weiß es nicht. Damals war ja Alkohol sowieso Ich will dir was vorlesen. Was? In der zweiten Klasse wurde Shakira aus dem Schulchor geworfen. Ihr wurde vorgeworfen, sie klinge wie eine Ziege. Krass. Ja, und jetzt einer der erfolgreichsten, oder war mal einer der erfolgreichsten Sängerinnen. Ja, immer noch, würde ich sagen. Ja, ein beliebtes Marschlied des russischen Militärs ist der Titelsong von SpongeBob Schwammkopf. Du musst dir so vorstellen, Alter, so russischen Akzent und dann auf Russisch so, hier, wir wohnt eine Ananas ganz tief im Meer. Ja, ernsthaft, Alter, steht hier. Noch ein, ich weiß nicht, ich habe ihn nicht durchgelesen, aber der Anfang klingt gut. Ein Kater war 15 Jahre lang Bürgermeister einer Stadt in Alaska. Er trank sein Wasser nur aus Weingläsern. Ein Kater war der Bürgermeister. In einer Stadt aus Alaska. Krass. Klar. Aber gut, Digga, die Zeit wird knapp. Die nächsten Fakten können wir beim nächsten Mal vorlesen. Wenn es euch gefallen hat, gebt jetzt den Daumen nach oben Button. Außerdem, um nichts zu verpassen, klickt jetzt den Abonnieren Button. Der Link in der Beschreibung ist zu Giorgio. Natürlich ganz oben und nicht wie am Anfang erwähnt, ganz unten. Ich bedanke mich fürs zu Ende schauen. Und ganz ehrlich, beantwortet unsere Fragen. Und was sagt ihr? Beantwortet unsere Frage. Und was sagt ihr zu den ganzen Fakten, die ihr gesehen habt. Außerdem schreibt eure Fakten auch ruhig in die Kommentare, wenn ihr mehr Fakten habt. Und dann überlasse ich Giorgio das Schlusswort. Ja, Freunde, ich habe auf jeden Fall eine Regelung mit Danny und ich glaube, ihr werdet es zum Schluss auf jeden Fall merken. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Wenn ihr mehr gut zu wissen möchtet, schaut auf jeden Fall mal auf meinem Kanal. Werbung muss jetzt mal hier gemacht werden, definitiv. Bin ich eigentlich nicht so, aber bei meiner Serie, Freunde, wenn ihr davon nicht genug bekommt, einfach vorbeischneiden. Und ja, da würde ich nur sagen, 3, 2, 1! Schau! Ich kann es schaffen, ja, wir werden es gemeinsam schaffen. Wir müssen nur dran glauben. Nicht springen, springen wieder. Nicht springen, springen wieder. Nicht springen und ich bin tot. 3, 2, 1. Mein Penis ist so groß, alle.